Was macht ein Lebensmittel aus? Sind es die Nährstoffe und die Mineralstoffe, wie zum Beispiel in Superfoods wie Brennnessel, Chlorella oder Fermente wie Sauerkraut? Oder gibt es noch ganz wesentlich andere Merkmale, die ein Nahrungsmittel ausmachen? Für mich zum Beispiel sind Melonen wie Wassermelonen und Honigmelonen das Nonplusultra. Ich liebe sie einfach. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, so einer kleinen Videoreihe, wie man einfach Melonen Schritt für Schritt in Deutschland anbauen kann, damit wir uns alle mit heißen und trüben Sommertagen einfach mit Melonen erfrischen können. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und wie gesagt, ich möchte euch einfach mal in dem Video zeigen, wie ich Melonen anbaue, das erste Jahr zu einem größeren Ausmaß. Und dann möchte ich euch einfach mal meine Erfahrungen in so einer kleinen Videoreihe preisgeben. Und heute möchte ich einfach anfangen, wie ich die Melonen vorgezogen habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Exemplar, das ist eine Wassermelone, das ist die Sorte Criss Cross. Dann habe ich natürlich auch eine längere Honigmelone, das ist die Galia. Die wächst jetzt auch schon seit ein paar Monaten, schon seit 2 Monaten, denke ich, weil ich sie schon im Februar vorgezogen habe. Ist ein bisschen früh, muss ich sagen. Muss man nicht, es reicht auch, wenn man Mitte März, Anfang April anfängt, weil halt Melonen doch sehr wärmebedürftig sind und es dauert halt doch ziemlich lang, wenn man kein Gewächshaus hat, dass sie ins Freiland können, weil sie zum Beispiel für ein gutes Wachstum schon so 15 Grad mindestens benötigen. Also sie sind halt sehr wärmebedürftig. Dann habe ich halt noch in dem Stadium zum Beispiel 2 weitere Wassermelonen, das ist die Sweet Yellow Mountain. Die, das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass ich in der Regel, bis ich diese großen Pflanzen gehabt habe, die Pflanzen zweimal pickiert habe. Also ich habe zum Beispiel 3 bis 4 Melonen in so einen Topf reingetan und sie dann zum Beispiel in dem Stadium das erste Mal pickiert in einen einzelnen Topf und habe ich ja dann hier zum Beispiel wie bei der Criss Cross Wassermelone, dann so eine größere Pflanze. Und so bin ich halt immer vorgegangen. Und am Anfang habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, wo ich einen kleinen Sämling habe. Den habe ich jetzt im April eingesetzt. Der ist jetzt rausgekommen. Und der steht jetzt bei mir in der Wärme an der Fensterbank. Es ist halt grundsätzlich so, dass halt die Wassermelonen zum Keimen ungefähr 20 Grad benötigen, natürlich feuchte Erde. Und ja, natürlich müssen auch die Lichtverhältnisse passen. Jetzt im April passen die natürlich. Im Februar habe ich sie halt auch unter LED-Lampen stellen müssen, damit da kein Geilwuchs passiert. Falls dieser kommt, den hatte ich auch, dann habe ich die einfach beim Pickieren oder beim Umtopfen einfach nochmal ein bisschen tiefer gesetzt, dass die dann nochmal bisschen rauskommen. Zum Beispiel auch bei den Honigmelonen habe ich ja auch gezeigt, ein Video, dass die ich auch welche schon ins Gewächshaus reingesetzt habe. Das war die Melone Kajari, die Honigmelone. Und da ist halt so, dass die auch ein bisschen länger benötigen manchmal und die halt oftmals für einen Freilandanbau nicht geeignet sind, aber das erzähle ich dann euch in einem anderen Video. Wie gesagt, das ist jetzt hier so die Voranzucht und Pflege, einfach regelmäßig gießen, Anzuchterde verwenden und einfach schauen, dass sie mit allem versorgt sind, was sie benötigen. Man sieht halt oftmals auch an den Blättern, wenn es halt zu ihnen oder wenn halt etwas nicht passt an den Melonen. Und ich warte jetzt einfach nur noch bis zum Mai, bis ich sie in Zügelbeet, in mein Hochbeet oder in den Folientunnel oder in ein Gewächshaus
reinsetzen kann. Und das wird dann auch das nächste Video sein, was ihr eigentlich drauf achten müsst, wenn ihr sie auspflanzen wollt ins Freiland und wie dann auch die Pflege ausschaut. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auf die Glocke drückt. So werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich könnt ihr mich auch unterstützen. Ich habe viele verschiedene Möglichkeiten auf meiner Webseite aufgelistet. Die Informationen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen, wenn ihr mich auf Social Media Kanäle folgen würdet und natürlich auch einen netten Kommentar hinterlasst, zum Beispiel welche Melonensorten ihr gerne anbaut. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Einfach rein damit, oder wie gesagt, ich liebe Wassermelonen. Für mich gibt es jetzt auch nichts Schöneres im Leben als Wassermelonen zu essen. Mein Lieblingsessen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euch im Garten und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Episode wieder einschalten würdet. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.